Hallo meine Lieben, moin und willkommen hier zum Nintendo 3DS Stream, den ersten. Wir spielen heute ein bisschen Mario Kart 7. Ja, ich war heute, ein guter Kollege Nico Konizo hat mir heute seine 3DS Capture Card ausgeliehen und deswegen können wir ab heute ein bisschen Mario Kart 7 und alle anderen Nintendo 3DS Games spielen. So, ich muss erstmal hier ganz kurz den Chat einrichten. Der ist noch gar nicht da. Und moin erstmal an alle, die am Start sind. Servus. Ja, kleiner Abendstream. Wir probieren heute so ein bisschen die 3DS Capture Card aus. Ich habe sie noch nie gehabt. Weißt du, seit 6 Jahren mache ich bei YouTube und ich hatte noch nie eine 3DS Capture Card. Und heute ist Premiere. Endlich mal eine 3DS Capture Card. Noch nie gehabt. Yay. Yay, das finde ich sehr schön. Ja, moin erstmal, ich muss mal ganz kurz noch den Chat hier einstellen. Dann können wir gleich anfangen. So, ich muss jetzt mal den Chat umstellen. Passt das so alles bisher? Funktioniert alles soweit? Das wäre ganz schön. So, bam. Sehr gut. Können wir mitmachen? Ja, ich würde aber erstmal gerne normal spielen. Und dann, also erstmal ein bisschen ausprobieren. Hab's ja noch nie gemacht. Also seit Ewigkeiten nicht mehr. Die 3DS-Auflösung Schmutz finde ich nicht. Das geht doch voll klar. Ich werde erstmal ein bisschen normal spielen. Und dann können wir gerne noch ein bisschen Multiplayer machen. Ich muss euch dann über Nikos Account adden. Ist ja nicht mal. Oh! Oh, da ist aber jemand fleißig gewesen, ey. Oder ist das. Nee, ist das. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein Spielstand ist oder seiner. Das ist mein Game. Ich weiß nämlich nicht, ob die Spielstände auf der Cartridge gespeichert werden oder auf dem 3DS. Hier habe ich jedenfalls gar nichts geholt. Hallo Toadi. Moin. Ich glaube, es ist mein Spielstand. Ich glaube, es ist meiner. Weil die meisten 3DS-ROM-Downloads aus Torrent. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall original, Leute. Ja. Das ist original, Leute. Originalqualität. Und das ist heute auch nur so ein kleiner Teststream, ob das so weit funktioniert. Ich habe nämlich vor, jetzt im Februar, der beginnt ja morgen, Animal Crossing New Leaf zu spielen, eure Städte besuchen und auch meine Stadt euch zeigen. Ich habe nämlich eine eigene Stadt und ja, die ist sehr weit gewesen und die möchte ich demnächst euch mal zeigen. Das ist der Hauptgrund, warum ich mir diese Capture Card mal ausgeliehen habe. Mario Kart 7 ist jetzt nicht der Grund gewesen, dass wir einfach mal Just for Fun heute ein bisschen spielen. Gerne auch später mit euch online, wie gesagt. Einen Cup spielen wir mal ganz normal. Passt das soweit erstmal von der Qualität her erstmal? Ja, ich habe mich noch gar nicht gegrüßt, merke ich gerade. Hallo Pizza2006, hallo Maxi, hallo Luca, Lukuku, ah ja. Jay to the B, hi, moin, Raphael, moin. Ja, und Sunny sehe ich hier noch, Mr. Putty, Triforce, moin, moin. Hallo, ich bin Toadi, voll süß. Ich kann die Karte ändern. Ja, 3DS ist Neuland für mich auf YouTube. Noch nie gespielt ein 3DS-Spiel auf YouTube. Ich mache seit 6 Jahren fast YouTube. Ja, Mann, endlich ein 3DS. Capture Card einmal im Leben. Wie der Titel im Stream auch ist. Ein legendärer Tag in meinem Leben. Ja, Mann, endlich mal hier ein 3DS. Capture Card. Ich wollte sie damals 2014 haben. Hab die mir nie gekauft und Leute, jetzt habe ich sie mal ausgeliehen von Nico, Grüße gehen raus. Ist sehr schön. John Tan und Johnny und diese ganzen kreativlosen YouTuber streamen Mario Kart 8. Mario Kart 7, Leute, ist der wahre Shit. Ja? Können sich wohl alle keine Capture Card leisten oder was, ey? Was ist denn los mit denen? Ja, vor 2 Stunden bekommen und deswegen dachte ich mir so, jetzt am Abend haben wir einen kleinen Stream hier. Gestern kam nämlich gar nichts. Ich glaube, vorgestern auch nicht. Deswegen dachte ich mir so, heute machen wir noch einen Stream und spielen ein bisschen Mario Kart 7 und so. Ich benutze auch lieber Google Drive. Ah, ja. Ah, ja. Und hallo auch an Sebi. Moin. Wie geht's? Wie geht's? Ich bin Dritter, ja, Mann. Obwohl, vielleicht noch Cooper? Ah, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. MK7 hat bessere Strecken als MK8. Nein. Also zumindest die Retro-Strecken sind im neuen Teil jetzt wohl deutlich besser als im alten.
Weil bei Mario Kart 7 war das noch so, da haben sie nicht wirklich Wert drauf gesetzt, dass Retro-Strecken ein neu sind, ne? Also in Mario Kart 8 sind sie ja ziemlich innovativ. In MK7 sind sie sehr realitätsgetreu nachgebaut und das finde ich jetzt nicht unbedingt so geil. Leute, und wo sind die ganzen Likes? Wir haben ja 6 Likes. Was ist denn da los, Alter? Ich spiele hier 3DS. Da geht noch mehr. 3DS! Endlich mal. Hat da nicht jeder so eine Capture Card? Ich auch nicht. Und hallo Alex62, moin, und Dilshan, moin. Hallo. Hallo. Oh, das ist eine sehr schöne Strecke. Daisyhausen, sehr schöne Strecke. Leider kam sie bisher nie wieder. Aber vielleicht ein MK9. Das wäre zumindest sehr geil. Jo, ich habe die Capture Card jetzt ungefähr bis Ende März oder so. Ja, man kann so einiges machen. Deswegen wollen wir ja auch demnächst endlich mal New Leaf spielen und eure Städte besuchen, etc. Ja. Das wäre optimal. Oh, ja, toll. Nur Beschiss hier. Passt das vom Sound alles so, Leute? Oder wünscht ihr euch da noch mehr? Schreiben Sie es im Chat. Animal Crossing New Leaf, genau. Das werden wir spielen demnächst. Ist er jetzt Februar? Oh, weggebombt. Sehr gut. Werden wir da halt demnächst... blödes Schaf, ey. Oder eine Ziege, irgendwas. Schaf, Ziege, egal. Irgendwas davon. Werd hier nur beschissen. Ja, der letzte Stream war auch ein bisschen fällig. Ich habe den nämlich nachträglich schneiden wollen und... ja. Danach war der Sound weg. Sehr gut. Danke dafür, YouTube. Aber die wollten das fixen, haben sie mir geschrieben. Mal gucken, wann das passieren wird. Man weiß noch nicht. Stachi, tschüss. Erster, ja, Mann. Auf meiner Lieblingsstrecke. Ah, ich weiß nicht. Ich mag sie sehr gerne, aber diese Wuhu-Strecken sind auch sehr geil, muss ich sagen. Willst du auch Smash spielen? Du meinst Smash Bros. 3DS? Nö. Da sehe ich halt wirklich absolut keinen Sinn dran. Weil zum einen ist die Steuerung jetzt auch nicht so geil. Zum anderen wird auch kaum einer mitspielen, nehme ich mal an. Also Smash auf dem 3DS lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe es zwar, ja. Aber das ist jetzt... da sehe ich jetzt keinen wirklichen Sinn dran, das jetzt zu spielen. Nee. Deine Meinung zum Coronavirus. Ja, was soll ich denn da für eine Meinung haben? Ist natürlich... ja, ist halt ein Virus, ne? Also, was finde ich mal... ja, keine Ahnung, es wird ein bisschen... zum einen übertrieben, zum anderen auch wieder untertrieben. Also... von einigen übertrieben, zum anderen wird es auch so geredet, ja, ist doch gar nichts, ist doch gar nichts. Also ich sehe das so, dass man da mit einem guten Menschenverstand rangehen sollte, ja. Aber MK7 hat die bessere Rainbow-Strecke. Das auf jeden Fall, Dilshan, das auf jeden Fall. Die von Mario Kart 8 ist ja gar nichts. Die mag ich mal überhaupt nicht. Also Regenbogen-Boulevard-Strecke bei Mario Kart 8 ist ganz furchtbar. Mr. Toad, moin! Hab ich was verpasst? Nö, wir haben gerade erst angefangen vor 8 Minuten. Moin. Wie geht's? Gar nichts, genau. Wie geht's hier am späten Abend, heute am Freitag, den 31.01. Moin, moin. Morgen kommt mein neues Handy, das OnePlus 7T. Ich freue mich schon. Darf morgen um 9 Uhr aufstehen und auf den DHL-Boden warten. Das wird optimal, ja. Dann richte ich es an dem Tag ein und dann gibt's wahrscheinlich das erste Video auf Sweep zum neuen Handy. Beziehungsweise ich mache ein Unboxing oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Spielt's auch online? Ja, wenn jemand von euch mitspielen will, dann können wir das gerne gleich mal machen. Nach dem Cup dachte ich mir, ich spiele einen Cup zu Ende und dann können wir ein bisschen online spielen, durchaus. Doch. Dann müssen wir uns nur alle adden. Ich weiß noch nicht den Freundescode, müssen wir mal gucken. Ist ja nicht mein 3DS hier, für alle, die gerade dazukommen. Ich habe mir den 3DS ausgeliehen und die Capture-Card dazu. Weil man braucht beim 3DS eine spezielle Capture-Card. Da geht nicht die Elgato. Habe ich von Kunizo ausgeliehen. Kollege von mir. Grüße gehen raus. Und ja, die habe ich bis ungefähr Ende März jetzt. Da können wir so einiges mal spielen. Und dann müssen wir Hans halt adden auf seinem Account. Danach lösche ich euch wieder.
Also, wenn ich den 3DS wieder abgebe, dann lösche ich euch wieder, wisst ihr Bescheid. Weil es nicht meiner ist und auch nicht mein Nintendo-Account. Ich könnte, glaube ich, zwar meinen Nintendo-Account hier anmelden, aber das lohnt sich jetzt nicht wirklich, glaube ich. Ich lösche euch danach einfach wieder, ja. Und hallo, Hammerbro, moin. Ich wäre dabei hier, sehr schön. Du auch, Hammerbro, sehr schön, ja. Dann spielen wir gleich ein bisschen online, noch eine Strecke und dann spielen wir ein bisschen online. Und ich hoffe, das gewinnen wir noch. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, Leute, Daumen hoch zum Hype. Mein erster 3DS-Stream. Seit 6 Jahren habe ich mir sowas mal gewünscht. Und nach 6 Jahren YouTube wird es heute wahr. Lasst auf jeden Fall ein Like da für diesen krassen Stream heute, Leute. Das erste Mal ein Nintendo 3DS-Spiel im Stream. Ja. Sehr gut, ne? Ich wäre auch dabei. Ja, sehr optimal. Optimal. Dann filmen wir auf jeden Fall in der Lobby, würde ich sagen. Kommt in die Gruppe. Was habt ihr zu verlieren? So, letzte Strecke. Shy Guy Bazaar. Sehr gut. Ey, Rosalina, du Oberzicke. Ja, ich finde das einfach nur geil. Ich finde das super. Klar gibt es auch andere Möglichkeiten, 3DS zu spielen. Aber original ist immer noch am besten. Deswegen freue ich mich darüber gerade sehr. Ja. Let's go, moin. Wie geht's? Wie steht's? Willkommen hier im Stream. Guten Tag. Ich kann online cheaten, oha. Das macht man aber nicht. Und Tony KD, moin. Hallo Lisa, moin. Ihr kommt heute zu diesem legendären Stream. Heute hat sich mein Leben verändert, Leute, ja. Nach 6 Jahren das erste Mal ein 3DS-Stream. Ja, wenn das nicht krass ist, weiß ich auch nicht. Steffi, moin, hallo. So, Bombe. Ich weiß noch damals, als ich meiner Mami erzählt habe. Mami, ich will jetzt YouTuber werden. Und ich kaufe mir mal so eine Capture-Card für 300 Euro. Hat sie so gesagt, bist du eigentlich verrückt geworden? Deswegen habe ich es nie gemacht. Aber, ja, hi, moin. Oh, no. Dritter Platz, sehr gut. Ich habe heute eine 5 Plus bekommen. Ja, immerhin keine 6. Ich bin stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch. Es ist keine 6. Was willst du mehr? In welchem Fach? Englisch oder was war das noch? Hol mein 3DS aus dem Keller, Kappa. Ja, gönn dir. Meiner war auch gefühlt im Keller. Seit 3 Jahren nicht angewiesen. Ich habe eine 2. Ja, sehr gut. So, heute mal ein bisschen später der Stream. Weil ich heute unterwegs war und die Capture Card auch erst seit 2 Stunden habe. Und deswegen, ja, streamen wir heute mal am Abend. Ganz entspannt. Morgen kommt mein Handy, mein OnePlus 7T. Und Sonntag kommt wie immer ein Video. Und zwar ein Video zu meine Wünsche für Animal Crossing New Horizons. Falls ihr auch Wünsche habt, guckt in den Community-Tab. Dort könnt ihr mir eure Wünsche fürs Video schicken. Morgen nehme ich das Ganze auf. Also bis morgen habt ihr ungefähr Zeit, in den Community-Tab irgendwas zu schreiben, was ihr euch für Animal Crossing New Horizons wünschen tut. Nächste Woche fangen wir auch an, Animal Crossing New Leaf hier im Stream zu spielen. Das wird sehr schön. Das wird optimal. So, erster Platz. Sehr gut. Deutsch war immer mein schlechtestes Fach. Warum denn das? Also zumindest in der Unterstufe ist Deutsch ja sehr easy. In der Oberstufe wird es ein bisschen belastender, mit Geschichte kommt da ja so ein bisschen mit rein und diese ganzen Epochen. Aber in der Unterstufe war Deutsch ja immer sehr easy, muss man sagen. Also das war ja gar nichts, war so ein Diktat oder so. Das ging eigentlich voll klar. Ach, interessant. Ich sehe gerade, im Spiel heiße ich YouTube Todos. Aha, das ist interessant. Also auf dem 3DS, der 3DS heißt Nico, das ist ja nicht meiner hier, den ich in der Hand habe, aber mein Mario Kart 7 Name, das ist ja mein Spiel, das wird übernommen und deswegen heiße ich hier Todos. Ah ja, ja, sehr schön, sehr schön. Yay, bin ich erster Platz? Haut am Fliegen, Rosalina die Oberzicke am Start und hallo Cooper, moin. Werden wir gewinnen? Wir sehen uns in der Werbung. Nein, Cooper, nicht freuen, du bist letzter, du Loser, du. Toad, freu dich ein bisschen mehr, Team Toad. Wer wird gewinnen? Ist es Toad? Ist es Toad, meine lieben Freunde? Oh mein Gott, sind wir erster Platz. Jo, Mann.
Sehr schön. Ich bin so stolz auf mich. Ja, wie oft willst du denn Animal Crossing New Horizons streamen? Das Spiel ist noch nicht mal draußen, Kollege. Das werden wir oft spielen, ist ja ganz klar. Aber wie oft kann doch kein Mensch sagen? Bis zum Tod. Und noch viel weiter. Nee, keine Ahnung, du. Was willst du denn da für eine Antwort haben? So. Mehr Spieler online, Leute. Lots get auf jeden Fall, ja. Let's go. So. Views, kannst du auch ein Turnier erstellen? Ich habe keine Ahnung, du. Speicherdaten wurden auf der Karte gespeichert, anstatt auf der Festplatte. Ah, ja. So. Wir machen Community. Kommt alle rein, Leute. Zucker Joe, moin. Ja, und? Hä? Hä? Das ist einfach... Junge, das ist der Nintendo Online-Modus in einem Bild. Du brauchst eine SD-Karte, um eine Online... um ein Online-Turnier zu erstellen. Willst du mich eigentlich komplett abkassieren, ja, oder was? Ey, komm. Nintendo, ist das euer Ernst? Ja, dann... Joa. Dann hole ich mal eben eine SD-Karte. So, meine Lieben, es wird alles gut. Ihr wollt mich doch komplett abkassieren hier. Was kommt hier eigentlich für ein Ding rein? Ist das nochmal normal oder ist das Mikro? Weiß gar nicht. Ich guck da mal eben, ne? Macht euren 3DS bereit. Ah, guck mal. Nee, das sind hier, glaube ich, nur Adapter, ne? Sandist? Nee. Braucht eine SD-Karte. Mikro-SD-Karten-Adapter, Junge, willst du mich komplett abkassieren? Ja. Ah, hier ist eine SD-Karte, warte mal. Samsung 4GB. Vielleicht passt die rein. Müssen wir mal kurz ausmachen, das Ding hier. Damit Nico mich nicht umbringt. So. Okay. Dann gehen wir kurz aus. Alles kurz schwarz. Okay, so. Kommt jetzt hier die SD-Karte rein. Da. Hat er seine rausgemacht, der Schlinge, ey. Hat er wohl seine ganzen geheimen Daten drauf. So. Passt die auch hier rein? Ja, passt, oder? Ja. So. Okay. Ich habe da jetzt eine SD-Karte reingetan mit 4GB. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Sehe ich aus, als hätte ich hier 100.000 SD-Karten oder was? Sag mal, wo sind wir denn hier? Wesentlich kein kostenpflichtiger Service. Ja, besser als... okay. So, darf ich? Ja gut, ja, dann machen wir das mal. Hallo Yui, moin. Moin, moin. Hab sogar einen 3DS XL. Ich hab den ersten 3DS. Nico auch, wir haben beide denselben. Ganz lustig. So. Online. Jetzt aber bitte. Bitte. Pius, wie würdest du es finden, wenn Apple eine Konsole bringt, die dann erfolgreich wird? Willst du dann ein Apple-Fanboy? Nö. Weil mir ist doch scheißegal, wie erfolgreich eine Konsole ist. Mir müssen die Spiele gefallen und dann ist es mir auch egal, ob eine Konsole erfolgreich ist oder nicht. Also, die Wii U habe ich auch gekauft, obwohl sie... ein kompletter Flop war, also solange mir die Spiele gefallen, ist mir was für ein Ding? Bitte prüfe die Daten im Mario Kart Channel. Was für ein Mario Kart Channel? Was ist denn hier los? Hä? Hey! Ich leg da gleich meine eigene SD-Karte rein von meinem 3DS, ne? Junge! Also. Ja, der mach halt. Keine Ahnung, was auf dieser SD-Karte drauf ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber bitte hab ein bisschen Platz auf dieser Samsung 4GB SD-Karte. Bitte. Und Caesar 234, moin. Ja, sehr schön. Ich will doch einfach nur spielen. Boah. So, jetzt aber, komm. Das ist ja hier ein Schwegeburt, ey. So. Community! Kollege? Ja, Halle, Julia. Ja, sehr geil. So, neue Community. Kommen Sie herein, Leute.
Gibt's hier irgendwo einen Toad oder so? Ja. So, Team Toad. Gib den Namen ein. Team Toad. Oh no. Diese Tastatur. Die ist aber klein. Ich würde jetzt gerne mal eine PC-Tastatur nehmen. Und eigentlich, ich habe auch irgendwie gemerkt, sein Diss, also Nico, bevor du mir hinterher deinen Anwalt auf dem Hals hackst. Hetzt, nicht hackst. Dein Display ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich kann nicht richtig tippen. Ich habe ein T eingegeben, der macht ein R draus. Du musst fast auf ein Z treffen, damit der ein T draus macht. Das ist ganz anstrengend. Ja, kannst du mich mal, ey. So. Kuh. Kein Bock mehr, ey. Kannst nicht richtig tippen auf dem Ding. Schon gelähmt, das Ding. So. 150. Ja, machen wir das mal. Items. Ja, was ist denn hier los? Gibt's hier kein Furios? Alles klar. Muss man neu kalibrieren. Ja, okay. Ja, kann man nochmal. Oh, was ist das denn jetzt hier? Beschreibung. Wie? Was für eine Beschreibung? Ich brauch gar nichts. Ja, mach halt. Mach halt. So, kommt in meine Q-Community, Leute. Joinen Sie herein. So, da ist der Code. Warte mal. Den gebe ich kurz mal in PC hier ein. NPC, hier in OBS. So, einen Moment. Kommt schon mal dazu. So. Code ist 03 9213 5506 8942. Das ist aber ganz schön lang, der Code. So, da oben ist er jetzt. Let's go. Und ab geht's. Und ja, mitspielen bitte. Brauchst den Pen, den habe ich sogar benutzt. Den habe ich sogar genutzt, ja. So, bin da drin optimal. So wäre drin optimal. Und banierte Andis. Moin, hallo, wie geht's? Oh, schon voll hier. Wäre fast nicht mal reingekommen. Janis, hallo. Hame, Bro, moin. Samua. Janis, hi. Los geht's. Ja, ich bin der Todorfs, moin. Natürlich mit Toad. Ist ja ganz stark. Ich kann da gar nichts hier. Ganz klar, Junge. Lerne reden. So, wir nehmen mal hier Wuhu Rundfahrt. Ist ganz geil. Und Raphael, moin. Wer Bambusnetz hast, soll dann gehen, Kappa. Ja, das ist hier egal. Der fliegt einfach raus. Das passt. Ja, das bin ich. Ah, okay. Wunderbar. Sehr gut. So. Losos. Mal sehen, wie ich abschneide. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt hier laufen wird. Allgemein habe ich ja seit 100 Jahren diesen Online-Modus nicht mehr gespielt. Deswegen, let's go. Los geht's. 3, 2, 1, los. Und sogar eine sehr gute Strecke für den Anfang. Regenbogen Boulevard, meine lieben Freunde. Ja, hallo Gamer Toad, wie geht's? Oh no. Das erste Mal ein 3D-Spiel auf meinem Kanal, Leute. Wenn das nicht krass war, dann auch nicht. Liken Sie auf jeden Fall den Stream. Wir fahren jetzt gerade am Mond vorbei, sehr schön. Ja, und diese Strecke ist einfach so schön. Und diese von Mauchkarte 8 ist einfach sowas von lame gewesen. Das war echt eine große Enttäuschung damals für mich. Das war... Ja, moin. Ja, moin. Das war damals echt gar nichts. Dafür ist diese hier umso besser. Aber ich treffe einfach kein Item. Alles klar. Und ich bin Siebter, sehr gut. So nicht anders. So muss das. Yay, ein bisschen fliegen. Die Grafik ist voll schön, Leute. Das ist hier 4K, ja. Das ist 4K. 60 FPS. Ist das nicht krass? Ich glaube schon. Bin Shy Guy, aha. Ah, bis erster. Gerade der Code, den Code siehst du oben links im Bild. Gönn dir. So, Goldpilz, sehr gut.
Und zu schnell runtergefallen, ey. Kettenhunde. Ohne Ketten. Ich will euch nicht. Sind das Kettenhunde? Ich glaube schon, ne? Halt nur ohne Ketten. Hunde. Oberzicken. Ah, ich finde die Strecke so geil, ne? Die ist echt geil hier. Komm, fliegen. Sehr gut. Holy, wann habe ich das zuletzt gespielt? Vor 4 Jahren. So ungefähr. Kommt sogar hin, glaube ich. Und da ist mein Handy gerade ausgegangen. Schön, es war schön mit dir, Handy. Oh, no. Okay, wir haben noch Chancen auf den dritten. Wenn wir uns jetzt einigermaßen gut anstellen. Oder wir sind nun doch nur Fünfter, leider. Na, Vierter. Vierter ist drin. Sehr gut. Kannst du vielleicht die Streckenkarte anzeigen, damit man besser sehen kann, wer führt? Die Streckenkarte? War die nicht eh an? Oder was war da an? Was war das denn gerade? Hier sind Geräusche zu hören, ey, holy shit. Bin Fünfter ja optimal. War Vierter, bin Profi. So. Ich hab 4 Punkte, ja Mann. Mein Touchpad. Was war denn da gerade an? Ich muss da mal hingucken. Ich guck da gar nicht hin. Ich achte da gar nicht drauf. Jo, einfach klicken, das weiß ich. Yay, meine Strecke, sehr gut. Sehr gut. Hauptsache mein Game ist gefreezed. Als ob. Bin Siebter. Profi, Janis. Profi. Du willst das da haben? Oh, warte, das geht noch nicht. 3, 2, 1, los! Die hier, oder was? Ich finde die eigentlich deutlich besser. Die finde ich jetzt nicht so geil. Muss ich ehrlich sein. Pudding, hallo! Hier siehst du doch auch alles. Oder nicht? Stern! Oh, die Strecke ist so geil. Die mag ich richtig gerne. Na, der Stern hätte früher noch ein bisschen länger gehen können. Aber okay, dann halt nicht. Pilze! Komm, einmal Erster wäre schon ganz geil. Hallo, Toadie. Moin. Guten Abend zusammen. Hallo, Tim. Demix, du, hallo. Abkürzung muss sein. Obwohl die Gefühl jeder nimmt, aber... Aber zum Glück ein Item noch. Sehr gut. So muss das. Ja, Betrug ist auch hier groß geschrieben, wie man sieht. Wie man es kennt. Als ob der Wickler... der traut sich ja was. Ich habe mir das nicht getraut. Hab MK7 nie gespielt. Oha, Lisa. Das war mein zweites Mario Kart ever, glaube ich. Oder das dritte? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich glaube das dritte. MKDS, Mario Kart Wii und dann das Game hier. Doch, doch, das dritte. Joa. Hat mir sehr gut gefallen damals, muss ich sagen. MKW habe ich am wenigsten gespielt, am meisten Mario Kart DS. Oh mein Gott. Nein, 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 stopp. Nein. Zweiter, oder? Zweiter. Sehr gut. So muss das, ja. Bin Profi. Ja. Naja, war nur eine Idee, ja. Die kleine Map war an, nicht die volle Strecke. Achso, dann war das irgendwie aus, dass ich drauf gekommen bin. Zweiter, sehr gut. Das gefällt mir. Rennen wird vorbereitet. Ah. So, aktuell führt der Hammer Bro mit 18 Punkten. Er ist einfach Mario Kart Profi. So, wir nehmen jetzt. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Gebirgsfahrt. Geile Strecke. Ist das Mario Kart Tour? Nein, das ist Mario Kart 7 für den Nintendo 3DS. Ja. Ab sofort erhältlich für 39,99. Exklusiv für Nintendo 3DS. Schlagen Sie jetzt zu! Hallo Lakito, moin. Das kenne ich, Tim. Ich habe auch schon seit gefühlt 30 Jahren nicht mehr gespielt. Sieht man, glaube ich, auch. Fast runtergefallen am Anfang direkt. Sehr gut. Ah, ich bin ja Profi, wie man sieht.
Ich kann das Spiel noch einigermaßen. Ich vermisse gerade nur so ein bisschen die Doppel-Items. Ich vermisse die voll. Wo sind die Doppel-Items? Hallo. Der 3DS ist tot, das ist mir klar. Tot in Sachen neuen Spielen, aber zum Spielen ist er immer noch gut. Ja. Kann ich mitspielen? Jo, kannst du? Code ist oben links im Bild. Dies ist ein Turnier, da kann jeder mitspielen. Ihr müsst einfach nur auf Communities gehen beim Online-Modus. Und dann könnt ihr alle mitspielen, ja. Hallo Taus, hallo Bowser, moin. Toad, fliege gut. Yay. Ich muss morgen früh aufstehen, ey. Um 9 Uhr kommt DHL vielleicht, das wäre ganz geil. Mal nicht so bis 3 oder 4 Uhr pennen. Wach sein. Sonst glaube ich morgen nicht hoch. In 4 Jahren und 20 Tagen werde ich 30. Oha. Ja. Bald kommt die Rente, ne? Obwohl, noch nicht so ganz. Oh, wie geil. Hey! Warum hört er einfach auf? Was ist denn da los? Du hört einfach auf zu fliegen. Alles klar. Was ist mit dir los, Toad? Ich glaube, es hackt. Im Arcatur ist der Online-Modus auch nicht verfügbar. Doch, inzwischen schon. Habe ich zumindest gehört, dass der jetzt online ist. Der Online-Modus. Ja, könnte man auch mal ausprobieren. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, mal gucken, ob wir das mal irgendwann machen werden. Habt ihr dazu auch mal Lust oder ja nicht so? Angucken könnte man sich ja mal. Finde ich zumindest. Hermes, nein, DRL. Geil. Hey! Komm halt einfach auf! Ja, toll. Ja, das war's natürlich wieder komplett. Das war's komplett. Hä? Ja, geil, letzter. Letzter! Ja. Mit 30 geht man, glaube ich, noch nicht in Rente, oder? Man weiß es nicht. Warum haben so viele 3 Sterne und ich nicht? Manu! Bin Dritter! Yay! Profi! So. Einer kann noch rein, Leute. Also gönnt euch. Und wir nehmen jetzt. Was ist denn das für eine Strecke? Die sagt mir gar nichts mehr. Nehme die mal. Dieses Community-System ist auch Schmutz. Warum? Was haben sie auszusetzen? Das ist so ein toller Modus hier. Hallo? Man braucht eine SD-Karte für einen Online-Modus. Also wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht, ja. Das ist ja Next Level Shit. Du bist einfach die SD-Karte ist der Server, Leute, ja. Wenn das nicht vorbildlich ist, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist mir echt unerklärlich, ne? Wofür braucht man eine fucking SD-Karte, um eine Online-Lobby zu machen? Nintendo, ich möchte ein Statement. Morgen auf Twitter, dankeschön. Das Statement möchte ich bitte haben von Miyamoto. Auf Deutsch. Erster! Ja, Mann! Bin ein absoluter Profi. Junge, lerne reden! Warum gibt es kein Toad in Smash? Ja, das sind Fragen, ne? Kannst du direkt mal an Sakurai stellen? Schreib ihm eine E-Mail. Ich kann sie nicht beantworten. Ich möchte auch Toad in Smash, Junge! Jeden Scheiß gibt es! 500 Fire Emblem Charaktere, aber keinen Toad. Das ist voll doof. Ja, das ist echt belastend. Es gibt 2 Gruppen hier. Ah, okay, ja. Kann passieren. Wie in Mario Kart 8 gibt es da öfters mehr Gruppen, wenn einen nicht ausreichend tut. Das ist ganz normal. Ich bekomme voll viele Bananen heute. Eine Banane, noch eine Banane, noch eine Banane. Sehr schön. Wo sind die alle? Okay, ich habe ein bisschen Vorsprung. Das ist sehr schön. Gib Gas, Toad.
War ein Ziel. Letztes Rennen. Na gut, eine Runde ist noch belastend. Sprachen lernen? Babbel, ja, heute sowas fahren wieder. So um 22.30 Uhr müssen wir heute alle wieder Sprachen lernen. Scheiß Blitz. Immer nicht hier, weil ich glaube, dann wären wir runtergefahren oder so. Das wäre ein bisschen belastend. Ja. So schon besser. Ja. Ah, es fällt noch was ein. Theoretisch könnte man auch mal Tomodachi Life spielen. Ist auch ein ganz geiles Game. Habe ich's. Natürlich auch, ist ja ganz klar. Oh no. Gut, erster Platz, das wird jetzt ein bisschen eng. Der ist ein bisschen weit vorne, scheiße. Komm. Den holen wir noch ein. Gib mir irgendwie eine. Ehrenlos. Tschüss, Luigi, dich braucht keiner. Komm. White Shell. Geil. Hä, wo ist der hin? Alles klar. Natürlich. Na sicher. Belastend. Kiki, hallo. Moin. Ja, geil. Bin ich jetzt ernsthaft Fünfter oder so? Ich war eben noch Dritter. Ja, Vierter. Hm. Ja, sehr geil. Dankeschön für den Betrug. Hammer Bro ist auf dem ersten Platz. Sehr schön. Glückwunsch. Ja, wir spielen mal weiter. Ja, das war natürlich wieder belastend. Ach, Manno. Meine Skills sind noch vorhanden. Ja, ich merke schon. Rennen wird vorbereitet. Ja, dann bereite mal vor. Hallo! Viel Glück! Ich gebe mein Bestes. Okay. Ich bin etwas nervös. Bin total aufgerückt. Kann man ernsthaft mit Bewegungsstörungen spielen? Ach du Scheiße. Ja gut, das machen wir mal gerne. Okay, fertig hier. Okay, wir spielen jetzt mit Bewegungssteuerung. Das wird ganz geil. Wir nehmen mal... der Eisplanet. Gönnung. Glückwunsch an Hammerbro und alle, die Pius besiegt haben. Dankeschön, Steffi. Dankeschön. Ach, immer so nett, ey. Immer so nett. Ja, Mann. So wie Ego. Oh Gott. Oh nein, das wird schlimm. So, erstmal was trinken. Prost. Heute mal ein bisschen Wasser. Keine Apfelschorle. Prost. Oh, geil. Eisplanet. Sehr geil. Okay. Let's go. Erstes Rennen. Wo kann ich das einstellen? Ja, wo? Oh no. Ach du Scheiße. Ja, moin. Ja, geil. Was ist das denn hier? Das gab's, glaube ich, danach nie wieder, oder? Ja, das ist doch schön, oder, Leute? Oh no. Oh shit. Ja, jetzt werde ich Erster. Aber sowas von. Safe. Gib Gas. Oh no. Ich mach grad meinen Führerschein. Bumm. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Tolle Ansicht. Gefällt mir. Guck mal, schon Zweiter. Sehr gut. Ja, erstmal ins Ausfahren. Einmal im Chat gucken. Direkt im Aus. So nicht anders. Geil, ja, finde ich auch. Starry. Oh, das finde ich irgendwie voll geil. Warum gibt es das danach nicht wieder? Für Mario Kart 8 wäre es auch ganz geil. Warum nicht? Für Nintendo Labo und so. Finde ich irgendwie nice. Ist mal was anderes. Gefällt mir. Man sieht halt voll wenig, ne? Man sieht keine anderen Fahrer.
erst, wenn sie direkt vor einem sind. Die grünen Panzer. Ich finde das voll nice. Treff ich ihn? Treff doch. Alles klar, ist an mich selber treffen, man kennt's. Da hat mich jemand gerammt. Was ein Kick. Luigi. Tschüss. Mark hat VR, auf jeden Fall. Ist auch nicht anders. Yay. Und Sam, Dankeschön für 2 Euro. Pius. Danke dir. Dankeschön für 2 Euro. Herzen auch für Sam und Pilz. Herzen und Pilze auch für ihn im Chat, Leute. Danke dir. Ganz random. Die 2 Euro gehen an Nico, weil ich muss ihm noch ein bisschen hier ein Geschenk machen. Danke dir. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat da gerade alles gesprengt. Ach du Scheiße, wie laut war das denn? Ach du Scheiße. Ich habe gerade gefühlt mein Ohr verloren. Ja, das war's mal wieder komplett. Ja, moin auf jeden Fall. Ja, das war gerade ein bisschen laut. Danke dir auf jeden Fall. Das war ja auch so laut. Oh Mann. Ja, das war's mal wieder komplett. So, wir nehmen jetzt mal, ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die hier. So. Oh, das war gerade belastend. Danke dir auf jeden Fall. Ist von den Sound ein bisschen runter geregelt. Das ist nicht normal passiert. Dann wird mir kein Ohrenkrebs normal bekommen. So, zweite Runde. Ich mach nochmal weiter hier so, das war ganz geil. Sam, Dankeschön für nochmal 1 Euro. Yay. Nochmal gerne für ihn ein paar Pilzchen, Chat, Leute. Ja. Danke dir. Diesmal aber nicht, ne? Nochmal kriege ich hier keinen Hörsturz. Und darf morgen zum Ohrenarzt. Nee, nicht normal. Nicht normal. Ja, ja. Trotzdem bin ich jetzt 8er, weil ich Profi bin. Ja. Ja, ja, das ist schon ein bisschen besser. Danke dir. Passt gut zum Stern gerade. Diesmal nicht so laut. Und bumm! Power. Die Stern-Power ist auf. Die Blitz-Power ist auf meiner Seite. Ja. Ersten Stern, dann Blitz. Das ist nochmal geil. Jetzt noch 3 Pilze. Sehr gut. Willst du Boss werden? Na, da ist noch ein bisschen hin, Sam. Um Boss zu werden. Danke dir auf jeden Fall. Aktuell ist Gamer Toad der aktuelle Stream-Boss. Ja. Wer wird ihn besiegen? Das ist die Frage. Die Fragen der Fragen. Und in der nächsten Runde, Leute, machen wir ein bisschen Bewegungssteuerung. Ich freue mich schon. Das kann ja nur gut werden, oder? Das wird richtig gut, Leute. Also bleiben Sie dran und erfahren Sie, wie ein Pius mit Bewegungssteuerung klarkommt. Ich hoffe, das wird gut. Kugelwilli! Gib alles! Der war jetzt wirklich nicht geil. Vor allem kein Item jetzt. Ja, ganz geil. Das wird heute gar nichts mehr hier, glaube ich. Ja, 7. Platz. Das ist jetzt nicht so geil. Ah, belastend. Hammerbohr schon wieder 1. Junge, was ist denn los mit dir? Ich habe 3 Punkte. Ah, geil. Ich habe 3 Punkte, Leute. Bin voll stolz auf mich. 3 Punkte. Geil. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So. Und jetzt nehmen wir nochmal Bowsers Festung. Rein damit.
wurde gegen Mitte des Rennens komplett verarscht. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Weiß man, wann YouTube Premium VIP kommt? Nee, Lisa, weiß ich noch nicht. Sollte aber demnächst mal so sein. Ja. So, jetzt Bewegungssteuerung. Ich muss mal gucken, wie die angeht. Nee, noch nicht. Wie geht denn die an? Bisher passiert hier gar nichts. Druck ein bisschen Select und Start. Passiert nichts. Y geht auch nicht, B auch nicht. A ist ja klar. Funktioniert irgendwie nicht bisher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß das jemand von euch? Denn wenn ja, schreibt es mal im Chat, wie man die anmachen kann. Ich weiß es gerade nicht. Und machen wir das mal wieder aus. Fahren wir mal wieder normal. Ja. Da kommt die Deutsche Bahn. Aber wir sind schon weg. Weil die Bahn mal wieder zu langsam ist. Hä? Wieso habe ich den jetzt nicht gerammt? Alles klar. Beziehungsweise, warum wurde der nicht getroffen? Trug! Natürlich. Ist ja klar, ja. Immer. Dasselbe hier. Immer derselbe Betrug. Und jetzt kommt der Kugelwilli. Und wir sind immer ein Fünfter. Ja. Wo? Da war gerade ein Stern. Luigi hackt, das glaube ich auch. Der hat Hack-Moduls. Wie man es kennt. Mann, ich komme nicht nach vorne hier. Überhaupt nicht. No, der Tod. Dritter. Immerhin Dritter. Geht schlechter, würde ich sagen. Geht schlechter. So, nächstes Rennen. Dieses Spiel regt echt auf. Jedes Mario Kart, oder nicht? Jedes Mario Kart. Und Alexandra! Moin, hallo! Nein. Doch, warten die immer noch nicht. Wählt doch mal die Bowser-Strecke, Leute. Was ist denn los mit euch? Mann. Ah, Regenbogen Boulevard vom SNES. Ja, die Strecke kennen wir alle zu Genüge. Die Strecke gibt es gefühlt in jedem Mario Kart. Zumindest in jedem zweiten Mario Kart gibt es echt diese Strecke. Also okay, bei dir noch klar. Und bei dir? Alles wunderbar. Der erste 3DS-Stream in meinem Leben. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Oh, ich habe noch einen Pilz. Sehr schön. Können wir die Abkürzung nehmen? Und zwar die hier. Weiter, optimal. Wow. Bin weg für heute. Bis dann. Tschüss, Lisa. Gute Nacht. Träum was Toadiges. Da oben ist, da vorne ist auch ein Toad. Aber dafür kommt jetzt der Stachy. Tschüss. Jetzt ist hier der wahre King auf dem ersten Platz. Und Thunderbad. Moin. Hallo. Oh nein, Metal Mario. Metal, Leute. Metal. Ja, Blitz mal wieder. Metal. Oh no. Ich fahr jetzt mal runter. Normal oder CTG7? Nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Wir spielen hier normal auf dem 3DS. Jeder kann mitspielen. Raumcode ist oben. Links im Bild ist ein Turnier sozusagen. Wie in Mario Kart 8. Ihr braucht ja auch keinen Online-Modus. Der Online-Modus ist ja noch gratis. Hier war Nintendo noch nicht so geldgeil wie jetzt. Toll.
ja, das war's mal wieder komplett. Wenn der Betrug am Ende einfach nur noch am explodieren ist, dann sind wir hier in Mount Kart 7. Super, ja gut. Der Cup war eh für die Tonne. Hier lief ja leider gar nichts mit 10 Punkten. Ja, bin stolz auf mich. Das war ja mal wieder gar nichts. Mann. So ein Scheiß. Das war's. Oh no. Der 3DS blinkt. Scheiße. Jetzt darf ich den noch aufladen. Jetzt darf ich den auch noch aufladen, ey. So, ich hole mal ein Kabel. Kommen Sie heran, Kabel. So, jetzt bekommt der 3DS noch ein Kabel. Als würde eins nicht schon reichen. Ich hätte es verlangsamt. Das liegt, glaube ich, daran, weil der 3DS da oben im Bild ist. Okay, jetzt geht's, glaube ich, wieder. So, moin. Warte mal, ich kann mal ändern kurz. So, jetzt ist besser. Es ist ein bisschen weiter oben. Jetzt soll das passen. So. Bin drin, ja, optimal. So muss das. So, wir natürlich wieder Toad, aber lass mal an das Kart nehmen. Komm, wir sind hier der Gangster mit unserem nagelneuen Benzer. Sehr geil. Yay. So muss das. Und wir nehmen Bowser's Festung. Und hallo Toda, Mario Kart 7, kein Animal Crossing. Ja. Ich spiele mit Let's Go. Hab auch nie gesagt, dass wir heute Animal Crossing spielen, Toda. Auf jeden Fall, hi. Hallo. Du kannst auch Smash 3DS spielen. Da sehe ich leider keinen Sinn dran, weil... Ja, Smash auf dem 3DS ist jetzt wirklich nicht so geil. Also, das werden wir nicht spielen. Habe ich zumindest nicht vor. Da gibt es deutlich andere Spiele wie... Mario Kart 7. Animal Crossing New Leaf. Tomodachi Life. Das wären so drei Spiele, wo ich denke, ja, warum nicht? Oder auch Mario Bros. 2. In der Theorie oder Mario oder Super Mario 3D Land. Ist doch auch voll geil. Also da ist einiges möglich, also. Ja. Auf Smash müssen wir da echt nicht zurückgreifen. Da gibt's deutlich, in meinen Augen, spannendere Alternativen als Smash 3DS. Ja. Sehe ich zumindest so. So, und jetzt auch ein neuer Cup. Ich hoffe, das läuft jetzt hier mal wieder ein bisschen besser. Das war ja eben gar nichts. Mit meinem letzten Platz mit 10 Punkten. Das geht gar nicht. Das war eine Schande. Sehr gefährlich, die Strecke. Aus Mario Kart DS. Eine sehr schöne Strecke damals. Hab sie sehr gemocht. Weil sie auch mal nicht so leicht war. Und eine Strecke für wahre Profis wie mich, ne? Deswegen mochte ich sie ganz gerne. Hat auch ein gutes Setting und nette Musik. Junge! Ja, natürlich! Alles klar. Aber sonst geht's euch gut, ne? Ja, ja. Und in 3 Sekunden wollte ich mal wieder komplett betrogen, wie man es kennt, ja? Immer dasselbe hier. Echt belastend. Stirn! Toad, komm her! Hä? Okay. Ja, da hat wohl einer wieder kein 1-1, oder was? Da ist wohl einer kein 1-1, Kunde. Was ist denn da los? Toll. Item nicht getroffen. Sehr gut. No. Ich bin Profi. Bin nur einmal da, um Hallo zu sagen. Schönen Abend noch. Lass auf jeden Fall ein Like da. Hallo, Tari. Moin. Oh, schön, dass du kurz da warst. Ja, sehr gut.
Könntet ihr mal meinen QR-Code für meinen Tomodachi Live Me geben? Ja, erst wenn wir es auch spielen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also als erstes habe ich jetzt erstmal demnächst New Leaf geplant im Stream mit euch. Eure Städte besuchen und so weiter. Tomodachi ist nur so in der Theorie möglich. Mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Bis Ende März habe ich diesen 3DS und danach ist er wieder weg. Danach ist er wieder bei diesem Konizo. Kennt ihn jemand von euch? Ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Jedenfalls hat der den 3DS mir gegeben und ich muss ihn wieder abgeben. Ja. So. Rennen wird vorbereitet. Sehr schön. Guck mal, seht ihr das überhaupt? Warte mal. Das ist eine Maus. Nee, diese Maus sieht man gar nicht. Sehr schön. Professionell. So. Wir nehmen jetzt immer noch Bowsers Festung. Gönnung. Warte, hast du jetzt eine Capture-Card oder ein internes Programm? Das ist eine Capture-Card, Toda, ja, von Nico. Ja, das ist Nikos 3DS. Ich will gar nicht wissen, was der mit diesem Ding alles gemacht hat. Bisschen beschmiert ist er schon hinten, also Nico. Was hast du damit gemacht? Schon wieder die Strecke, okay. Ja gut, die ist ganz nett. Passt schon. Kann man machen, warum nicht? Ist ja schön. Also, why not? Aber Leute, bitte wählt doch mal Bowsers Festung. Ich will die mal spielen hier. Weil die gibt es ja nur in diesem Spiel. Also Leute, gönnt doch mal ein bisschen. Welche Capture Card? Das ist die 3DS Capture Card. Ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Namen hat. Hab sie ja nicht mal gekauft. Ich habe sie nur ausgeliehen. Um mit euch ein bisschen zu spielen. Ehre an Nico auf jeden Fall. Dritter Platz, optimal. Geht besser, aber schon mal ganz gut. Deswegen fallen wir erstmal runter. Ja, man kennt's. Weil sechster Platz einfach schön. Siebter ist noch besser. Fünfter ist auch noch ganz gut. Ja, ja. Ich muss schlafen. Euch eine gute Nacht. Hau rein und schön, dass du da warst. Schlaf schön. Haha, Toad muss los. Wir sind die einzig wahren Toads in unserem Babawagen. Ja. Alles andere sind Faker. Eiskalte Faker. Oh, ich liebe diese Strecke. Die ist so geil. Musik ist toll. Streckenverlauf ist toll. Optik ist auch ganz nett. Runterfallen ist so geil. Überhaupt nicht. Schon wieder Achter hier im Saftladen, ey. Warum seid ihr alle so gut? Lol. Immer diese Profis. Oder diese Hacker. Je nachdem. Ich schaue gerade 3 Streams gleichzeitig. Ja, wunderbar. Das ist doch geil. Kann ich mitmachen, ist aber voll. Ja, dann, eigentlich dürfte es nicht voll sein. Das ist ja ein offenes Turnier. Ja, vielleicht hast du gleich nochmal ein bisschen Glück, wenn jemand rausgeht. Es gehen ja einige so langsam schlafen oder so. Vielleicht hast du ein paar Minuten mehr Glück. Jedenfalls waren wir eine lange Zeit lang 7 Leute. Das ist jetzt erst ganz frisch, dass wir 8 sind. Also, ja. Vielleicht wird ja gleich wieder einer frei. Oh, 7. Wo ist dieser Yoshi bitte? Der ist einfach 3 Kilometer hinten. Wirst du doch einen Crossy New Leaf streamen? Ja, Oscar, erstmal moin. Und ja, das wird demnächst kommen. Wir werden eure Städte besuchen und ihr könnt meine Stadt besuchen. Eine neue möchte ich nicht bauen. Ich habe eine richtig krasse und die möchte ich euch erstmal zeigen. Ich habe gefühlt alles. Gefühlt habe ich alles in dieser Stadt. Deswegen möchte ich euch diese Stadt zeigen und nicht löschen, sondern denn mit euch in dieser Stadt spielen und eure Städte besuchen. Ja. 5 Punkte, sehr gut. Leute, wählt Bowsers Festung, ihr Ehrenlosen. 3 haben Ehre mit mir. Schon mal ganz gut. Metal Marius hat nicht so viel Ehre. Die Metal Marius haben keine Ehre. Yoshi hat Ehre, sehr gut. Komm, Bowsers Festung. Yes! Endlich! So muss das. Mit welcher Capture Card nimmst du auf oder kennst du eine günstige? Die kosten 300 Euro oder so. Die musst du nämlich einbauen lassen in deinem 3DS. Du musst ihn einschicken.
und dann bauen die dir eine ein. Das ist ein bisschen komplizierter. Deswegen habe ich mir auch nie eine gekauft, sondern habe jetzt eine ausgeliehen, ne? Jedenfalls ist das nicht so einfach und günstig gibt's da schon mal gar nichts. Die baust du ein dann in deinen 3DS und dann geht's ab. Und unter 150, 200 Euro geht auf jeden Fall gar nichts. Ja. Ich glaube, auch für den alten 3DS verkaufen sie gar keine mehr, sondern nur noch für die New Nintendo 3DS. Da bin ich mir nicht so sicher. Hey, was ist denn hier los? Ich werde hier nur verarscht, ey. Was soll denn das? Nur Betrug. Mami. Pius und ich kämpfen um den 8. Platz. Ja, sehr gut. Wir sind die wahren Profis von hinten. Ja. Daumen hoch für meinen Skill. Das war's ja hier mal wieder komplett. Oh Mann. Bisschen belastend das Ganze. Wow. Okay, diese Strecke liegt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber hier läuft gefühlt echt nichts. Ich glaube, mehr als der 8. Platz ist hier nicht mehr drin. Hä? Was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Absolut nicht. Was ist denn hier los? Es kann nicht sein. Was zur Hölle? Also. Manchmal denke ich mir so, Pius. Können wir da aufhören? Ich möchte gerne das Rennen beenden. Und das schneiden wir raus auf jeden Fall. Hier geht ja gar nichts, ey. Hilfe! Will die Strecke dauernd fahren und verkackt dann total. Leute, guck mal, wer ich hinten bin. Ach du Scheiße. Ja, ich muss los. Aber einiges war irgendwie Betrug. Es hat einfach nicht funktioniert hier. Der fliegt einfach viel zu schnell aus der Bahn. Kein Kommentar. Hammer Bro ist nicht erster. Was ist denn da los? Ja, meine lieben Freunde. Das war eine gute Runde. Ich bin stolz auf mich. Habe ich gut gemacht, ja. Ich bin stolz auf mich, das war gut. Doch, gute Leistung, Pius, gute Arbeit. Ja, beste Strecke. Nehmen wir mal Cooper Großstadtfieber. Prost. Ein bisschen Wasser aus meiner Glasflasche, Leute. Ja, ich benutze keine Plastikflaschen mehr, sondern nur noch Glas. So. Tolle Runde, ey. Tolle Runde. Ja, Mann. War gut. Yay, meine Strecke. Sehr gut. Nice, bester YouTuber. Hallo. Und hallo auch an Mirko1904. Hallo. Wie geht's? So, letzte Runde. Das kann ja nur gut werden, oder? Hoffe ich zumindest. Das wird optimal. Weil wir wahre Profis sind. Die Strecke mag ich sehr gerne. What the fuck, Alter? Was war das denn gerade? Ja, das frage ich mich jetzt hier auch gerade. Ich bitte, am besten hinterfrage ich einfach nichts mehr, was hier passiert. Das ist das Beste, was ich machen kann. Junge. Ja, die Strecke mag ich in Mario Kart 8 richtig gerne. Hier finde ich sie ganz okay. Aber eben auch gedacht, finde ich sie deutlich nochmal geiler, weil optisch und so und ja, ich finde sie einfach super. Hier ist sie auch ganz nett, ne? Aber im Mario Kart 8 finde ich sie nochmal deutlich geiler.
Da kommt sie nochmal besser zur Geltung als hier. Ah. Ja, danke. Mhm. Ja, geil. Wow, nur eine halbe Runde Rückstand. Ja, Steffi, das war gut. Das war gut. Erstklassige Leistung. Genau wie hier. Oh, Junge, man merkt auf jeden Fall, ich bin hier der 3DS-Profi. Vor allem Mario Kart 7-Profi. Spiele ich jeden Tag im Kindergarten. Aber hey, schon wieder Fünfter. Da geht noch mehr. Fliegen! Aber lande! Oh. Ja, ja, hallo? Ja. Mhm. Betrug! Also manchmal denke ich mir so, muss los. Auf jeden Fall. Nein, die Banane. Oh, wow. Noch eine. Ja, was? Junge, du, wie du hier abprallen tust, ist nicht normal. Das ist nicht mehr normal. Also, die Steuerung ist deutlich anders, als immer auch gedacht, ne? Also, das steuert sich deutlich anders. Hilfe. Pilze! Ja, ganz geil. Fancy, Junge. Zwei sind noch hinter mir, ja. Ja, zwei sind noch hinter mir. Bye, muss er schlafen gehen. Euch noch einen schönen Stream. Hau rein, Timmix, du. Gute Nacht. Und schön, dass du da warst. So, yay, bin Cupstar. Läuft bei dir, Sammy? Ich bin Siebter. Ja, da machen wir ein bisschen... Applaus, bitte. Applaus in den Chat, Leute. Sehr gut. Ja, das war klasse. Weltklasse. Wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Würde ich sagen. Sachsen. Baden-Württemberg. Sachsen. Deutschland. Deutschland. Sachsen. Deutschland. Deutschland. Nordrhein-Westfalen. Deutschland. Baden-Württemberg. Deutschland. 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 Ja, hast du es bald mal. Schleswig-Holstein. Ich wohne nicht in Schleswig-Holstein, Junge. Fake News. Ich wohne in Hamburg. Mann, ey. Ja, geht's mal los hier, oder? Let's go. Ich glaube es nicht. So, jetzt geht's los hier. Ihr habt noch Plätze. Noch zwei Plätze sind frei, ja. Janis aus Deutschland ist motiviert, wie man sieht. So. Ja, wir nehmen mal was anderes. Und zwar sind wir jetzt ein bisschen auf sind wir ein bisschen unterwegs. Ich kann gar nicht mehr reden. Überlegt sich beim Reden, was er überhaupt sagen will. Wir sind Honisch. Honisch. Ja, komm, halt einfach dein Mund, Bios. Wir sind mit einer Biene unterwegs. Punkt. Stopp! Stopp! Das ist doch schön. Wir sind eine Sumsebrine. Und bestäuben jeden. So, und hier nass. Wie kannst du auf dem 3DS streamen oder mit dem PC verbinden? Mit einer Capture Card. Man glaubt es nicht. So, meine Lieben, die Biene ist am Start. Summ, 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 summ. Honisch. Ja, auf jeden Fall. Die Sumsebiene. Wir sind auf Trocken am Start. Und fallen fast runter, Junge. Was ist los? Die Sumsebiene. Die Biene Maya, Leute, ist am Start. So muss das. Bester Charakter in Mario Kart 7, oder, Leute? Komm, gib zu. Wir haben doch alle immer mit der Biene gespielt, oder? Also, ich finde sie super. Meine Lieblingsfahrerin ever. Noch nie eine bessere gespielt.
Ist einfach so gut. So hübsch, so gut, so kreativ. Beste. Find sie klasse. Alles klar. Junge. Ich zieh euch ab. Aha, das wollen wir sehen. Ich komme zurück und werde dich zerstören. Ich werde jetzt Erster, Leute. Ja. Ich werde jetzt Erster. Diesen Cup werde ich gewinnen. Fünfter, sehr gut. Oh nein! Ich schon wieder Ram, Junge. Was ist los mit dir? Kann wieder nicht fahren, ey. Fahr doch! Was ist los? Stachy! Weg damit! Gleich ist schon 23. Ist schon 23 Uhr, ja moin. Die Zeit geht schnell, Leute. Ja. Schon über eine Stunde ein bisschen Mauka 7 spielen. So lange geht der Stream heute auch nicht. War ja auch eher so ein bisschen als Test gedacht, weil die großen Sachen kommen ja erst demnächst mit Animal Crossing New Leaf. Mauka 7 ist ja jetzt nicht groß was geplant gewesen. Kann man mal zwischendurch ein bisschen spielen, aber dann war es doch wieder. Jo. Und wir haben heute auch sehr viele Strecken gesehen. Ich glaube, fast alle sogar. Zumindest von den neuen. Die Remake-Strecken sind mir auch nicht so wichtig. Ob man die jetzt zeigt oder nicht, das ist... Ja, ist nicht so wichtig. Oh komm, Dritter ist geil. Dritter ist optimal. Dritter ist gut. Und da haben wir einen neuen Abonnenten. Dankeschön an Black Knight fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Ja, 4 Punkte. Oh, bin Profi. Erster. Oha. Der Stern hat mich gerettet. Ich wurde Letzter. Ja, Sammy. Nicht deinen Mund so groß aufmachen, ne? Am Ende wirst du vernichtet. Von den wahren Profis. Wie mir. So, wir nehmen jetzt... Nehmen wir doch mal eine Retro-Strecke. Und zwar Kokos Promenade. Noch ein Abonnent, ne? Und zwar... Sammy, hä? Du hast jetzt abonniert? Okay, alles klar. Dann. Moin. Ich dachte, du bist schon länger dabei, oder nicht? Bist du heute neu dazugekommen? Auf jeden Fall, danke dir. Zweites Rennen. Es ist noch nicht vorbei, ja? Erster, zweiter Rennen von 4. Bei der Einkaufsmeile. Sehr schön, ich mag die Strecke so gerne. Klar bin... Neu? Okay, dann willkommen auf dem Kanal. Moin, grüß dich bei Willkommen bei Team Toad. Und ja, an alle Neuen heute, kommt gerne auf meinen Discord-Abonnenten-Server. Link dazu jetzt im Chat. Da könnt ihr mit mir schreiben, mit anderen schreiben. Und ab und zu gibt es auch mal ein paar Talk-Streams. Ja, kommt gerne dazu. Discord ist gratis. Und geht ganz schnell, der Account dort. Und ja, kommt gerne dazu. Und aktiviert die Glocke auf YouTube. Aber die Strecke ist so geil, ne? Außer die Autos am Ende. Die finde ich furchtbar. Boah. Scheiß Autos. Ah, die Strecke ist toll. Außen Vital. Richtig gut. Hab sie sehr geliebt damals. Und liebe sie auch immer noch. Ich mag sie sehr gerne. Die arme Biene. Das tut mir leid, liebe Biene. Biene Maya, das war nicht gewollt von mir. Dass du dir deinen Kopf aufschlagen tust. Das tut mir leid. Musik ist auch toll. Und der Blitz ist auch toll. Bam. Haha. Ihr Oberzicken. Ja, jetzt noch ein Stern. Beste Leben. Bam. Tschüss. Ich hau euch alle weg. Ihr steht im Halteverbot. Ich hole euch Polizei Hamburg und dann klären wir das ein bisschen anders. Ja. Dann ist hier Schicht im Schacht.
Ich laber heute so viel Scheiße hier um 23.17 Uhr an diesem wunderschönen 31.01.2020, Leute. Der erste Monat ist heute zu Ende. Ist das nicht krass? Ja, glaube schon. Bald ist schon wieder Weihnachten, Kappa. Aber ja, ein Zwölftel des Jahres ist heute zu Ende. Ist doch schon mal was, oder? Der Januar ging relativ schnell, muss ich sagen. Hä? Warum rammt die? Die hat automatisch schon... Oh, Junge. Die hat einfach automatisch zu den Bananen gerammt. Oder gesteuert, besser gesagt. Absoluter Betrug, Junge. Muss los. 5 Punkte. Dishan, 5. Platz. Mit 6 Punkten. Bin stolz auf dich. Machst du gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wie lang geht der Stream heute noch? Machen den Cup zu Ende. Dann ist der Teststream, glaube ich, auch lang genug für heute. Wie gesagt, demnächst Animal Crossing New Leaf. So, wir nehmen jetzt mal, ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch mal die Pilzflucht. Erster, by the way. Oha. Werde im Discord nach dem Stream joinen. Ja, sehr schön. Und immer diese Erste, ey. Was ist los mit dir? Ich will auch Erster sein. Hm. So, oh, schon wieder meine Strecke. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Schon wieder Erster. Oder besser gesagt, schon wieder meine Strecke. Nicht Erster. Das wäre mal ganz schön. Komm, jetzt Erster. Komm. Ist drin. Das ist meine Strecke. Die kenne ich ganz gut. Die mag ich auch ganz gerne eigentlich. Jetzt kommt mein Schwanz raus. Dann geht's ab hier. Mit der Sumsebiene. Das läuft alles optimal hier. Ja, bester Fahrer. Brauche ich für Mario Kart 9, ganz klar. Sonst ist Mario Kart 9 kein gutes Mario Kart. Ich brauche diesen Charakter hier. Ganz wichtig. Und ja, Let's Tom, mir ist dein neues Profilbild durchaus aufgefallen. Ist ja jetzt ein Inkling. Das habe ich schon gesehen. Ich bin ja nicht blind. Stachy, auf dem 4. Okay. Alles klar. Kann man machen. Komm, wir gehen mal da lang. Ich bin der Profi. Nehmen wir zwar kein Item mit, aber hey, passt schon. Alles super. Oh, ich dachte gerade, ich falle jetzt runter. Junge. Ich bin wieder 6. Mhm. Nice. Letzte Runde. Schon wieder 5. Goldpilz. Jetzt komm wieder vorne. Jetzt bin ich gleich Erster. Wo ist der Erste? Als ob da vorne. Okay. Ich nehme den Weg hier. Item ist wichtig. Gut, eine Banane ist jetzt nicht so geil. Aber. Wo kommt der her? Alles klar. Da kommt einer von links, einer von rechts und dann bist du ganz schnell wieder 4. Von 5. Ne, 6. Von 6 Leuten. Jo, geil. So wird das aber nichts mit den Punkten hier. Leider. Und jetzt ist auch schon wieder das letzte Rennen. Belastend. Na komm, lade doch, komm. So. Und jetzt nehmen wir. Nehmen wir doch mal die. Wuhu Bergland. Hatten wir heute noch gar nicht. Ist eine sehr geile Strecke. Wuhu Bergland ist sehr geil. Deswegen Gönnung. In 10 bis 11 Tagen bin ich
7 Monate VIP, Alter. VIP 50 Euro. Hallo, die waren gut angelegt. 7 Monate, krass. Ehre auf jeden Fall an dich. Letzte Strecke für heute. Gehen wir nochmal alles, damit wir endlich mal Erster werden. Das kann so nicht sein. Auf der SNS-Strecke. Kommt schon Erster, sehr gut. Jetzt werde ich hier gewinnen. Profi! Jetzt kommen hier die Business-Moves. Alles da, wo kommt die denn her? Du Sumsebiene! Metal Mario, du Ehrenloser. Ha, was ist denn los hier? Alle Keks kommen hier von hinten und rammen mich einfach und treffen mich. Was ist hier los? Das geht so nicht. Ah, Biene Maya ist weg, die Fakerin. Jetzt kommt wieder der Schwanz, den brauche ich aber nicht. Kommt alle zu mir. Oh, ich hasse das Item. Ich mag das gar nicht, ne? Das ist so ein dummes Item. Alles klar. Ja. Sehr gut. Ich mag das Item mal so gar nicht. Und da haben wir auch schon wieder letzte Runde. Ich glaube, das wird wieder nix. Jetzt ein gutes Item. Sterne oder so. Goldpilz auch ganz gut. Hallo, Shy Guy. Was geht? Alter, die Bombe. Ja. Das war leider wieder nix mit dem ersten Platz, leider. Nur Vierter von Fünfter. Sehr gut. Gut angelegt für das da. Ja. Er geht mir's anzeigen. Das war wieder Spitze. Letzter mit Raphael. Ja. Ja. Mhm. Geil. Nee, reicht mir hier. Das war genug Betrug für heute. Ja, wir haben heute wieder unser Spielerlebnis erweitert in Mario Kart 7. Das erste Mal mit euch online und allgemein das erste Mal auf dem Kanal hier. Wir haben heute wieder Sprachen gelernt. Und ein bisschen Spaß gab haben wir auch heute. Ja, hoffe ich zumindest. Ja. War ganz nett. Ein bisschen Mario Kart 7. Ja, demnächst dann Animal Crossing New Leaf mit euch. Das war's für heute. Schönen Freitagabend euch. Wir sehen uns am Sonntag im nächsten Video. Alle angucken und ja. Kommt auf meinen Discord-Server und folgt mir auf Twitter, Instagram. Das war's für heute. Abonnieren, Glocke aktivieren, liken und bis zum nächsten Mal und ja, tschüss, ihr Toads und ihr krassen Mario Kart 7 Profis wie ich. Aha, ich bin ein ganz großer Profi. Mhm. Irgendwie traurig, meine. Der erste Cup war mein bester Cup. Geil.